Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Euer gutes Karma kommt zu euch. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 25. November 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir waren einmal mehr von der Menschheit beeindruckt, denn ihr habt bewiesen, dass ihr mehr Kraft in euch habt, als man sich hier in den höheren Reichen hätte erhoffen können. Die Tatsache, dass ihr zu diesem Zeitpunkt immer noch dort seid, ist enorm. Ihr haltet den Raum für das gesamte Kollektiv, auch wenn es für euch selbst schwer ist, dort zu sein. Ihr tut dies, während ihr weiterhin eure eigenen Traumata klärt und während ihr euch mit euren eigenen Aufstiegssymptomen befasst. Wir haben den größten Respekt vor denjenigen unter euch, die wach sind und die dort sind, weil sie helfen wollen und weil sie die größte Fahrt erleben wollen, die man in einem physischen Körper machen kann. Nun habt ihr auch Anspruch auf die Hilfe, die ihr erhaltet. Wir und die anderen Wesen und Kollektive, die euch helfen, tun dies, weil ihr unsere Hilfe verdient habt. Ihr habt gutes Karma und ihr habt so viel von dem Mangel der Negativität, der Krankheit, dem Verlust und all den sehr herausfordernden Emotionen dort jetzt ertragen. Und die Waage muss in diesem Universum der Dualität im Gleichgewicht sein. Manche Menschen fragen sich, was der Sinn des Leidens ist. Nun, je mehr ihr leidet, desto mehr Ekstase kommt auf euch zu, denn diese Ekstase muss als Antwort auf euer Leiden geschaffen werden, um ein Gleichgewicht der Energien in unserem schönen Universum zu erhalten. Diese Ekstase gehört euch und ihr könnt sie euch nehmen. Sie ist speziell für euch bestimmt, für diejenigen, die sie geschaffen haben, die so viel erlitten und ertragen haben wie ihr. Ihr seid diejenigen, mit denen wir gerade jetzt sprechen, denn auch wenn eure Erfahrungen in diesem Leben im Vergleich zu anderen nicht so schlimm waren, so habt ihr doch das Schlimmste von dem erlebt, was ihr jetzt in eurer Welt seht. Alles, was außerhalb von euch ist, ist in euch. Jetzt könnt ihr von all diesen Schöpfungen profitieren, aber ihr braucht etwas Hilfe. Ihr braucht Hilfe dabei, einfach daran zu glauben, dass alles, was ihr herbeigerufen habt, immer noch existiert. Ihr braucht etwas Hilfe dabei, euch zu öffnen, um es zu empfangen. Und ihr braucht ein paar Schüsse hochfrequenter Energie, damit ihr ihm gewachsen seid. Und so tauchen Helfer wie wir auf und wir werden weiterhin dabei sein. Wir werden nirgendwo hingehen. Wir werden dafür sorgen, dass jeder die Geschenktüten erhält, die zu euch unterwegs sind. Und wisst ihr was? Genau wie eure höheren Selbste und Geistführer. Wir arbeiten alle zusammen, um das Leben für euch alle besser zu machen, nicht nur für diejenigen unter euch, die wach sind. Aber sicherlich geht das erwachte Kollektiv den Weg voran. Ihr gebt das Beispiel vor, das ihr geben müsst und das die anderen brauchen, die noch nicht ganz wach sind. Aber macht euch keine Sorgen, es kommen noch mehr Massenerwachen und ihr werdet euch nicht so allein fühlen, wie ihr euch schon so lange gefühlt habt. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.